بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على سورة الطلاب من البلتن الله زيجن هايل من هاتسكايت رفع الجزنت الله صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wen Allah recht leitet, der ist recht geleitet. Und wen Allah in die Irre leitet, der ist in die Irre geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der ihn wieder auf den rechten Weg bringt. Folgendes. Heute beginnen wir inshallah mit einer neuen Unterrichtsreihe. Es geht auch wieder um Aqidah. Wir haben bereits die Säulen des Iman im Ramadan besprochen. Und heute inshallah beginnen wir mit einer neuen Reihe, die ebenfalls über die Aqidah geht, ebenfalls über die Säulen des Iman. Allerdings kann man manche Themen ausweiten. Man kann über weiterführende Aspekte sprechen. Deswegen wird natürlich die Linie wird die gleiche sein, aber die Themen werden teilweise nicht immer die gleichen Themen sein, die wir behandeln werden. Das heißt also, das erste war sozusagen eine Einführung für das, was ein Muslim unbedingt wissen muss. Und in diesen Unterrichten geht es ebenfalls um das, was ein Muslim unbedingt wissen muss. Aber manchmal gibt es auch Informationen, inshallah, die zweitrangig sind, aber die auch zum Thema, den Bereich der Aqidah gehören. Insofern beginnen wir erst einmal, wenn wir über Aqidah sprechen, noch bevor wir über den Begriff der Aqidah sprechen und was wir darunter verstehen, wollen wir uns unterhalten über dasjenige Geschöpf, das angesprochen ist, wenn wir von der Aqidah sprechen. Das heißt, es geht um den Menschen als sich, an sich. Allah subhanahu wa ta'ala, unser Herr, hat uns im Koran al-Karim den Menschen beschrieben mit bestimmten Eigenschaften. Und er hat uns auch die Herkunft des Menschen klar gemacht. Der Mensch, Allah sagte über ihn im Koran al-Karim, dass er ihn aus Erde erschaffen hat. Und Allah sagt, dass er diesen Menschen mit seinen eigenen beiden Händen erschaffen hat. Und Allah sagt, dass er in diesen Menschen von seinem Geist eingehaucht hat. Und Allah sagt, dass er aus diesem Menschen, aus diesem ersten Menschen, seine Gattin erschaffen hat. Und Allah hat mitgeteilt, dass der erste Mensch Adam ist. Und dass seine Gattin, das wissen wir aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie Hawa heißt. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen geehrt hat, indem er Adam alaihi salam alle Namen beigebracht hat. Die Namen von allen Dingen, wie Allah im Koran gesagt hat. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Engel dazu angeordnet hat, sich niederzuwerfen für diesen Urvater alaihi salatu wassalam. Und sie haben sich alle niedergeworfen. Alle haben sich niedergeworfen für Adam, bis auf Iblis. Er hat sich geweigert. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesem Adam alaihi salam verboten, von einem bestimmten Baum zu essen. Doch er vergaß diese Anordnung und daraufhin aß er davon und widersetzte sich dadurch seinem Herrn und geriet vom Weg ab. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm Worte eingegeben von ihm. Und das waren die Worte, durch die er sich Allah reuevoll zuwendet. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwendet. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen wieder recht geleitet mit diesen Worten. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala Adam und auch seine Gattin und auch Iblis alle auf die Erde verbannt oder ihm angeordnet, dass auf die Erde zu gehen haben. Und von dort an hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen das zur Verfügung gestellt, was er braucht, sowohl in Bezug auf seine Religion als auch in Bezug auf das, was der Mensch für diese Welt braucht. Das ist unsere Aqida über die Herkunft und über den Ursprung des Menschen. Und der Ursprung dieser Aqida oder der Ursprung dieses Glaubens ist, wie wir deutlich erkennen können, die Offenbarung Allahs, Al-Wahi. Und diese Offenbarung Allahs, oder besser gesagt Al-Wahi, ist eine Sache, über die, oder die Informationen, die wir über den Wahi bekommen haben, sind Informationen, auf die man nicht kommen kann durch Überlegen oder durch Nachdenken oder durch Nachsinnen
oder es gibt auch keine Hinweise für den Menschen darauf, auf das, was ich vorhin gesagt habe, wo der Mensch letztendlich herkommt. Darauf aufbauend hat Allah subhanahu wa ta'ala das Blutvergießen eines Menschen verboten. Allah hat auch den Besitz des Menschen anderen verboten. Und Allah hat auch die Würde des Menschen verboten, dass man sie verletzt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat verboten, dass man die Gefühle eines Menschen verletzt, dass man und vieles andere, was alles darauf hinweist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen geehrt hat, durch das, womit er ihn ausgestattet hat. Diese Informationen, die wir haben, stammen von unserem Schöpfer. Und deswegen sind sie richtig und können nicht falsch sein. Und deswegen müssen wir sie so auch annehmen, wie sie uns erreicht haben. Und Beweise dafür gibt es im Koran zahlreich. Und es gibt nichts Schöneres, wenn wir uns über unsere Aqida unterhalten, als dass wir den Koran al-Karim aufschlagen und diese Ayat, die entsprechenden Ayat dazu lesen, sodass unser Herz uns beruhigt, da wir wissen, dass das, was wir gesagt haben, Hand und Fuß hat und auf fest gegründeten Beweisen fußt. Die erste Ayat, die wir uns diesbezüglich anschauen, ist die Ayah 400, auf der Seite 457, in dem Allah Azza wa Jal sagte, in der Surat Sa'd, sagte subhanahu wa ta'ala, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Das ist die 71. Ayah. Als dein Herr zu den Engeln sagte, ich werde ein menschliches Wesen aus Lehm erschaffen. Wenn ich es zurechtgeformt und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt und werft euch vor ihm nieder. In dieser Ayah, und dann heißt es weiter, da warfen sich die Engel alle zusammen nieder, außer Iblis, er verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. In dieser Ayah finden wir einige Beweise, und zwar die Sache mit dem, dass der Mensch von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden ist aus Erde, und dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen, die Engel hat für den Menschen niederwerfen lassen, dass er von seinem Geist ihm etwas eingehaucht hat und dass sich alle niedergeworfen haben für ihn als Ehre. Das ist eine Niederwerfung als Ehrbezeugung und nicht eine Niederwerfung in Form der Anbetung, ja, sondern Niederwerfung in Form der Ehrbezeugung. Und diese ganzen Beweise finden wir darin. Ebenso heißt es dann weiter, Iblis sagte, oder er sagte, Allah sagte, O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe? Hierin ist der Beweis, Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen selbst erschaffen hat, mit seinen eigenen Händen, subhanahu wa ta'ala. Weiterhin, wenn wir im Koran lesen, finden wir in Surat An-Nisa, auf der Seite 77, ganz am Anfang der Surat An-Nisa, Surah Nummer 4, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einem einzigen Wesen. Und aus diesem hat er seine Gattin erschaffen. Das ist der Beweis dafür, dass Hawa a.s. erschaffen worden ist aus Adam a.s. Und wenn wir weiterlesen im Koran al-Karim, dann finden wir, warum ist es sehr wichtig, dass wir uns auf die Ayat konzentrieren des Koran al-Karim, weil die Ayat des Koran al-Karim, sie beinhalten hundertprozentiges Wissen. Sie beinhalten Yaqin, Gewissheit. Und unsere Aqida ist aufgebaut im Wesentlichen auf Gewissheit. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Dinge geben kann, an die wir glauben, die nicht im Koran stehen, sondern in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern das wird damit so gemeint sein, dass die wesentlichen Aspekte, das was entscheidend ist, um am Tag der Auferstehung ins Paradies zu gelangen, das ist im Koran al-Karim beschrieben. Und es kann nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas, was für uns sozusagen notwendig ist, nicht prinzipiell im Koran al-Karim uns klar gemacht hat, was er will. Die Details natürlich, die hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns übermittelt. Aber es kann nicht sein, dass die Säulen des Iman, wir reden von den sechs Säulen des Iman, dass eine der Säulen des Iman nicht im Koran vorkommt, sondern nur in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sodass nur derjenige, der die Hadithe gelesen hat, davon erfährt, ansonsten andere nicht, die nur den Koran gelesen haben, in Anführungsstrichen. Das kann, wie gesagt, nicht sein. Warum? Weil Allah im Koran klar gemacht hat, dass er den Menschen verdeutlicht hat, was er von ihnen möchte.
Und Verdeutlichung bedeutet klar und deutlich sagen, was möchte Allah von den Menschen. Also deutlich wie der Tawhid, deutlich wie der Glaube an die Engel, deutlich wie der Glaube an die Gesandten, deutlich wie der Glaube an die Bücher Allahs und so weiter und von dem Tag der Auferstehung. Das sind alles Sachen, die sich im Koran häufig wiederholen. Wenn wir weiterlesen, auf der sechsten Seite finden wir, dass Allah sagte, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Er lehrte, Ayah 31, Surah Al-Baqarah, Surah Nummer 2, Ayah 31, und er lehrte Adam die Namen alle. Insofern kannte Adam a.s. die Namen von allen Geschöpfen, von allen Pflanzen, von allen Tieren, von allem, was man sich vorstellen kann. Allah azzawajal hat ihm diese Sache gegeben. Allah hat subhanahu wa ta'ala die einen Propheten den anderen bevorzugt, wie er im Koran sagt. Er sagte, minhum man kallam Allah. Manche von ihnen hat Allah direkt angesprochen. Und andere hat er um Rangstufen erhöht. Und andere hat Allah subhanahu wa ta'ala Zeichen, bestimmte Wunder gegeben. Ja? Und so weiter und so fort. Und Adam a.s. eines dieser Begünstigungen, dieser Sachen, die er speziell bekommen hat, Besonderheiten ist es eben, dass er die Namen von allen Dingen kannte, a.s. Wenn wir weiterlesen im Koran al-Karim, finden wir, das waren jetzt Beweise, wir brauchen jetzt die weiteren Beweise für die anderen Sachen, die wir erwähnt haben. Wir finden, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam im Paradies, ins Paradies hat eingehen lassen. Und dass Adam a.s. dann ein Verbot begangen hat, ein Verbot gebrochen hat, und das war eben von diesem Baum zu essen. Darin lesen wir im Koran Karim in Surah Taha auf der Seite 320. Die Seitenanzahlen beziehen sich natürlich immer auf die Ausgabe, Koranausgabe aus Medina. Ja? Wir lesen auf der Seite 320 Surah Taha, Surah Nummer 20. Auf der Aya Nummer 115, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمْ, so fängt die Aya auf Arabisch an, und wir hatten bereits zuvor Adam eine Verpflichtung auferlegt, aber er vergaß sie, und wir fanden bei ihm keine Entschlossenheit. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis, er weigerte sich. Jetzt kommt die gleiche Geschichte, die im Surat al-Baqarah auch stand. Da sagten wir, Adam, oder Surat Sa'd, Entschuldigung, das war dieser Ausschnitt, aber jetzt geht es um die Geschichte mit dem Baum. Da sagten wir, O Adam, dieser da ist dir und deiner Gattin gewiss ein Feind, also Iblis. Dass er euch beide ja nicht aus dem Paradiesgarten vertreibt, sonst wirst du unglücklich sein. Gewiss, es ist dir gewährt, dass du darin weder hungerst noch nackt bist und dass du darin weder dürstest noch Sonnenhitze erleidest. Aber da flüsterte ihm der Satan ein und sagte, O Adam, soll ich dich auf den Baum der Ewigkeit hinweisen und auf eine Herrschaft, die nicht vergeht? In einer anderen Aya, in Surat Al-A'raf, hat der Shaitan, der Iblis, auch geschworen bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihm aufrichtigen Rat gibt. So aßen sie beide davon, und da zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig, und sie begannen, Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammen zu heften. Denn in manchen Geschichten der Israeliten heißt es eben, dass Adam a.s. Ein Kleid aus Licht hatte. Und dieses Kleid hat Allah azza wa jal ihm weggenommen, aufgrund der Sünde, die er begangen hat. Deswegen eben dieses Blättersuchen im Paradiesgarten. So widersetzte sich Adam seinem Herrn, und da verfiel er in der Verirrung. Hierauf erwählte ihn sein Herr, und so wandte er sich ihm Reue annehmend zu und leitete ihn recht. Er sagte, geht alle fort von ihm, einige von euch seien des anderen Feind, doch wenn dann von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann wird derjenige, der meiner Rechtleitung folgt, nicht irregehen und nicht unglücklich sein. Insofern finden wir hier die Beweise darin, dass Adam a.s. und seine Gattin und Iblis, alle sie wurden auf die Erde verbannt, und das ist sozusagen die Geschichte der Herkunft des Menschen, wo er wirklich herkommt. Und unsere Quellen sind eben in erster Linie der Koran al-Karim und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ja auch wiederum nichts anderes
als eine Offenbarung Allahs Azza wa Jal. Denn woher hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Wissen, wenn nicht von Allah subhanahu wa ta'ala? Insofern ist unsere Quelle Al-Wahi. Und wir haben gesagt, Al-Wahi, das was im Deutschen mit Eingebung, Offenbarung wiedergegeben wird, damit ist gemeint eben diese geheimnisvolle Art der Informationsweitergabe. Das ist eine, und das geschieht auf ganz schnelle Art und Weise. Ja, das ist eine Art, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einem Augenblick eine ganze Sura bekommen, sich gemerkt und auch die Bedeutungen dazu gekannt. Und das ist eine Sache, von der, also wie das geschieht, wissen wir nicht, deswegen haben wir das eine insgeheime Art. Und dass es sehr schnell geschieht, wissen wir aus zahlreichen Überlieferungen. So. Da wir aber nicht nur unsere Aqidah entnehmen aus dem Koran al-Karim, das heißt, woran wir salopp gesagt zu glauben haben, sondern auch aus der Sunna, möchten wir auch ein paar Beispiele festmachen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in Sahih Muslim, die Engel wurden aus Licht erschaffen. خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ. Das steht auch nicht im Koran geschrieben. وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Die Djinn wurden aus einem unruhigen Feuer, erschaffen. Und diese Sache steht im Koran, Al-Karim, geschrieben. Und dann sagte er, وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Und Adam wurde aus dem erschaffen, was euch bereits beschrieben worden ist. Also auch der Hinweis darauf, dass dass manches im Koran geschrieben wird über die Aqidah und manches eben nicht. Ja? Aber das, was wir dringend wissen müssen, ist zweifellos im Koran angesprochen. Ja? Und es ist eine zusätzliche gute Sache zu wissen, dass man, woher die Engel stammen oder woher sie erschaffen worden sind. Aber wenn eine Person lebt und stirbt, ohne gewusst zu haben, aus was die Engel entstanden sind, dann hat er trotzdem die Möglichkeit, ins Paradies zu gelangen. Aber wenn eine Person zu leugnet, dass Adam a.s. aus Erde erschaffen worden ist, obwohl er gelesen hat, dass es im Koran steht, dann hat er keine Chance, ins Paradies zu gelangen, weil er leugnet, was Allah azza wa jalla gesagt hat. Und das gehört ja zum Glauben an den Koran. Wir sagen ja die sechs Säulen. Und was bedeutet es denn, an die Bücher zu glauben? Natürlich zu glauben, dass das, was Allah darin gesagt hat, wahr ist. Ja? Egal, welche Informationen es ist. Ebenso hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns auch etwas mitgeteilt, was auch zu Aqidah gehört. Er sagte, die gläubigen Menschen werden sich am Tag der Auferstehung versammeln. Und sie werden sagen untereinander, wollt ihr nicht jemanden suchen, der für euch Fürsprache bei eurem Herrn einlegen wird? Daraufhin gehen sie zu Adam a.s. und sie sagen zu ihm, du bist der Vater der Menschheit. Allah hat dich mit seiner eigenen Hand erschaffen und er hat in dich von seinem Geiste eingehaucht und er hat den Engeln angeordnet, sich niederzuwerfen, woraufhin sie sich für dich niedergeworfen haben. Und aus diesem Hadith sehen wir, dass die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam mit seiner Hand erschaffen hat, ist eine besondere Eigenschaft. Das ist keine Eigenschaft, die jedem Geschöpf zuteil kommt. Auf keinen Fall, sonst würde nämlich die Aussage sinnlos sein. Sonst wäre diese Aussage sinnlos. Insofern, weil sie haben ja gesagt, sie suchen ja jemanden, der Fürsprache einlegt. Das heißt, es muss eine Person sein, die eine besondere Stellung hat. Sonst könnten sie zu irgendjemand anderes gehen. Okay? Und sie erwähnen jetzt gerade die Eigenschaften, die ihm etwas Besonderes machen. Wenn man jetzt Eigenschaften erwähnt, die sowieso alle anderen haben, dann wäre das keine besondere Eigenschaft. Und dazu gehört eben, er ist der Vater der Menschheit. Und natürlich die Sache mit dem Geist einhauchen ist auch eine Sache, die Isa a.s. zuteil geworden ist, aber vielleicht auf andere Art und Weise. Allahu a'lam, das gehört zu Al-Ghaib, über das wir nicht diskutieren sollen und dürfen. Und Allah hat ihn die Engel niederwerfen lassen für Adam a.s. Das kennen wir für kein anderes Geschöpf. Und eben der entscheidende Punkt aus dem Satz ist, wie gesagt, dass er mit seiner eigenen Hand Adam erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. طيب
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls in einem Hadith bei Bukhari und bei Muslim, er sagte, Ihtajja Adamu wa Musa. Das heißt, Adam und Moses, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, ihnen heilen Segen schenken, sie beide haben miteinander eine Diskussion gehabt. Musa oder Moses, er sagte, O Adam, du bist derjenige, den Allah mit seiner eigenen Hand erschaffen hat. Und er hat in dich von seinem Geiste eingehaucht. Du hast die Menschen vom Weg abgebracht und du hast die Menschen vom Paradies hinausgebracht. Daraufhin sagte Adam alayhi salatu wassalam, du bist Moses, derjenige, den Allah mit seinen Worten erwählt hat. Natürlich Musa alayhi salam mit seinen Worten, also mit seiner Ansprache, weil Musa alayhi salam ist der Kalimullah, das heißt derjenige, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala direkt gesprochen hat. Und das ist eine Sache, für die Musa alayhi salam bekannt geworden ist. Auch wenn diese Eigenschaft natürlich nicht für Musa alleine gilt, ja, aber sie ist eine hervorstechende Eigenschaft von Musa alayhi salatu wassalam. Er hat noch andere Eigenschaften hervorstechend, zweifellos, weil er zu den edelsten Gesandten Allahs gehört, aber das ist eine wesentliche. Adam sagte zu ihm, du, der du derjenige bist, mit dem Allah direkt gesprochen hat, den Allah auserwählt hat für seine Worte, du wirfst mir eine Tat vor, die Allah subhanahu wa ta'ala für mich bestimmt hat, noch bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, 40 Jahre vorher. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, daraufhin hat Adam das Disput gegen Moses gewonnen. Also er hat die Diskussion sozusagen gewonnen. Und auch aus diesem Hadith sehen wir, dass eben die Erschaffung Adams alaihi salam mit Allahs eigener Hand ist eine Sache, die eine Ehre ist für Adam alaihi salatu wassalam. Wir alle anderen Menschen stammen von, natürlich sind wir auch eine Schöpfung Allahs, aber wir sind anders erschaffen worden. Wir sind anders erschaffen worden. Denn Adam alaihi salam ist von Erde erschaffen worden. Okay? Aber der Mensch heutzutage, seine Nachkommenschaft sind nicht aus Erde erschaffen, sondern seine Nachkommenschaft ist eben aus der Flüssigkeit des Mannes und der Frau. In einer Überlieferung bei Imam Ahmad rahimahullah ta'ala und bei Abu Dawud und bei Al-Tirmidhi, und er sagte, Al-Tirmidhi sagte, die Überlieferung ist sahih, er sagte, Inna Allah khalaqa Adama min qabdatin qabdaha min jami'in ab. Das heißt, Allah hat Adam aus einer Handvoll Erde erschaffen, die er von der gesamten Erde genommen hat. Das heißt, von hier ein bisschen, von hier ein bisschen, von hier ein bisschen, von hier ein bisschen, von verschiedenen Erdsorten. فَجَاءَ بَنُوا آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ. Er sagt deswegen, die Menschen sind entsprechend der Erde, aus der sie erschaffen worden sind. فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ. Aus ihnen sind dann hervorgekommen der weiße Mensch, der rote Mensch, der schwarze Mensch. Gemeint ist natürlich die Farbe, die neigt zu dieser Sache, zu dieser Farbe. وَبَيْنَ ذَلِكَ. Und auch die Zwischenstufen davon. وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ. Und ebenfalls gibt es einfache Menschen. Und es gibt harte Menschen, raue Menschen. وَبَيْنَ ذَلِكَ. Und Menschen, die irgendwo dazwischen sind. وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ. Und es gibt schlechte Menschen und gute Menschen. Genauso wie es gute Erde gibt und schlechte Erde gibt. Und eine Stufe dazwischen. Und in einer Überlieferung, ebenfalls in Sahih Bukhari, nicht ebenfalls, sondern diese Folge Überlieferung in Sahih Bukhari, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ebenfalls die Schöpfung des Menschen beschreibend, خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. Das heißt, Allah hat Adam nach seinem Bilde erschaffen und seine Länge war 60 Ellen. 60, eine Elle ist ja eine, so eine Armlänge ungefähr. Ein bisschen weniger als ein ganzer Arm. Und so groß war Adam alayhi salatu wassalam im authentischen Überlief. Und dann sagte der Prophet sallallahu alayhi wasallam, hiernach sagte Allah zu Adam, فَسَلِّمْ عَلَى أُولَٰئِكَ النَّفَرْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ. Das heißt, geh jetzt zu dieser Engelschar dort und begrüße sie und schau, wie sie den Gruß erwidern werden. Und schau, wie sie dir den Gruß erwidern werden. Denn das wird der Gruß sein, das wird dein Gruß sein und auch der Gruß deiner Nachkommenschaft.
Daraufhin sagte Adam, Assalamu alaikum, der Friede sei mit euch. Und sie sagten, Alayka assalamu wa rahmatullah. Das heißt, sie sagten, in der Friede sei ebenfalls mit dir und die Barmherzigkeit Allahs. Da heißt ausdrücklich, sie haben wa rahmatullah hinzugefügt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمْ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, die Menschen werden dann das Paradies betreten in der Gestalt von Adam, gemeint ist in seiner Größe. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und seither bis zum heutigen Tag sind die Menschen, ist die Schöpfung kleiner geworden. Ist die Schöpfung kleiner geworden. In einer Überlieferung, in Sahih Muslim heißt es weiterhin, der Freitag. Denn an diesem Freitag wurde Adam erschaffen und an diesem Tag wurde er ins Paradies eingelassen und an diesem Tag hat er das Paradies verlassen und es wird der Tag der Auferstehung am Freitag stattfinden. Das, liebe Geschwister, diese Einführung über den Menschen und woher er herkommt und wie Allah Azza wa Jal ihn geehrt hat, noch bevor er auf die Erde gekommen ist, diese Sache, liebe Geschwister, erweckt in uns ein gewisses Gefühl von Stolz. Denn der Mensch ist immer stolz auf seine Vorfahren. Und deswegen, wenn einer sagt, manche Leute schmücken sich, damit, dass sie von bestimmten Menschen abstammen. Richtig? Und das Abstammen von bestimmten Menschen nutzt natürlich dir persönlich manchmal was in diesem Leben, weil du sozusagen Anerkennung gewinnst. Ja, die Leute, wenn sie wissen, diese Person so und so, sie stammt von einem besonderen Menschen ab, dann erwartet man, dass er ähnlich wie dieser Mensch ist. Darum geht es ja. Weil Allah sagt, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Ihr Vater war ein rechtschaffener, ihr beider Vater war ein rechtschaffener Mann. Ich stimme mit den beiden Weisen in Surat al-Kahf. Insofern erwartet man, dass diese Rechtschaffenheit sich irgendwie überträgt auf irgendjemand der Nachkommenschaft. Ja? Und was besonders ist es natürlich, dass eine Person abstammt von einem rechtschaffenen Menschen und ganz vorne ran natürlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch die einzige Verwandtschaft, die am Tag der Auferstehung irgendetwas nützen wird, unter der Bedingung natürlich, dass du selbst gläubig warst. Ansonsten, wer nicht gläubig war, aus seiner Verwandtschaft, wie zum Beispiel Abu Lahab, ihnen wird das alles nichts bringen. Okay. Ansonsten, wir alle stammen von einem Propheten ab, von Adam a.s. Richtig? Deswegen, wenn jemand darauf stolz ist, dann soll er darauf stolz sein, indem er diesem Propheten nachahmt und nacheifert. Okay, nachdem wir diese göttlichen Aussagen gehört haben und diese prophetischen Überlieferungen verinnerlicht haben, die uns ganz klar machen, wer der Mensch ist und woher er kommt, und dass Allah Azza wa Jal nur sagen brauchte, sei, und dann war er, wollen wir jetzt einmal vergleichen, was andere Menschen über sich selbst zu sagen haben. Das ist jetzt dieses schöne Bild, was Allah uns im Koran sozusagen präsentiert hat und auf das man wirklich stolz sein kann. Und warum wir wissen, dass der Mensch ehrenvoll ist und wir jetzt auch wissen, dass Allah Azza wa Jal den Menschen sogar nicht nur vor seiner Schöpfung geehrt hat, also ich meine vor seinem Dasein in diesem Leben, sondern auch danach, indem er ihn nicht im Stich gelassen hat, sondern indem er zu ihm Gesandte entsandt hat, vergleichen wir das jetzt einmal, dieses Bild, mit dem, was einige Kuffar zu sagen haben, gerade natürlich die Leute, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Sie sagen, der Mensch war am Anfang ein Einzeller. Das ist eine bekannte Theorie von sicherlich vielen Theorien. Denn sobald man, es gibt die Wahrheit ist eine. Und sobald du die Wahrheit beseitigst und du ersetzt sie, dann hast du
eine Milliarde Menschen, die jeder ein andere Gedanken hat. Und deswegen wirst du auch verschiedene Theorien natürlich hören. Aber das ist eine bekannte Theorie, die sehr viel Anklang bei Atheisten gefunden hat, weil sie ja natürlich irgendwie auch ihre Fragen beantwortet haben möchten. Sie sagen, der Mensch stammt ab ursprünglich von einer Zelle, die von irgendeinem Planeten auf diese Erde gefallen ist. Und diese Zelle hat sich weiterentwickelt, bis sie zu einem Tier, einem abscheulichen Tier geworden ist. Und aufgrund der verschiedenen natürlichen Faktoren sah sich dieses Tier gezwungen, sich seiner Umgebung anzupassen. Und deswegen hat es sich dann, um überleben zu können, weiterentwickelt, bis es sozusagen eine höhere Lebensform erreicht hat. Aufgrund der langen Zeit und aufgrund, wie gesagt, alles, was auf das Tier Einfluss gehabt hat. Und dann wurde es irgendwann mal zu einem Affen. Das heißt, es wurde von einer niedrigen, sehr niedrigen Lebensform zu einer niedrigen Lebensform. Hatte sich sozusagen erhöht. Und dann nach vielen Millionen von Jahren ist dieser Affe zu einem Halbaffen geworden. Das heißt, er war ein ganzer Affe und dann ist er geworden zu einem halben Affen. Auch sozusagen auf dem Weg natürlich zu einem Menschen zu werden. Und dann ist dieser Halbaffe natürlich irgendwann mal ausgestorben, weil er sich auch seinen Umgebungen nicht mehr hat anpassen können. Und nur diejenigen haben überlebt, die sich eben anpassen haben können. Das sind diejenigen, die sich dann weiterentwickelt haben. Ja? Und aufgrund der natürlichen Selektion und aufgrund des Prinzips, dass der Stärkere überlebt, ist dann irgendwann mal derjenige Mensch übrig geblieben, den wir heutzutage vorfinden. Klammer auf, wir finden natürlich keinen anderen von diesen Lebensformen vor, aber wir finden diesen Menschen sozusagen als Überbleibsel von dieser ganzen Entwicklung, man sagt auch Evolution, ja, vor. Diese Sichtweise, diese Theorie, die sicherlich für jeden Menschen, der einen gesunden Verstand hat, nicht nachvollziehbar ist, so lächerlich sie auch klingen mag, es glauben viele Menschen daran. Und es geht jetzt nicht darum, dass man so etwas ins Lächerliche zieht, sondern es geht darum, dass man natürlich zeigt, warum so etwas falsch ist und nicht korrekt sein kann. Diese Sichtweisen, liebe Geschwister, einfach objektiv betrachtet, sind aufgebaut auf bestimmte Prinzipien. Und zu den Prinzipien gehört diese Sache mit der natürlichen Selektion. Das heißt, sie sagen, die Natur, sie selektiert bestimmte Menschen oder bestimmte Tiere, die überleben werden. Und diese Selektion natürlich ist aufgebaut auf bestimmten Eigenschaften. Ja, und zwar eben der Stärkere überlebt. Der Stärkere überlebt. Und auch auf das Prinzip der Evolution. Das heißt, die Entwicklung wird nach ihrer Meinung geht immer nach in Richtung besser. Okay? Und deswegen überlebt derjenige, der sich am meisten weiterentwickelt hat. Und auch aufgebaut auf dem Prinzip, das ist mindestens schon das vierte Prinzip, aufgebaut auf das Erben. Das Erben, dass der Mensch sozusagen erbt von seinen Vorfahren. Und diese verschiedenen Prinzipien, damit wir uns auch nicht falsch verstehen, die sind natürlich nicht alle falsch. Und im Gegenteil, wir finden einiges davon auch vor im Koran al-Karim. Das heißt, die Sache, dass der Mensch sich entwickelt, das findet man im Koran al-Karim prinzipiell vor, aber natürlich nicht so, wie Sie das verstanden haben. Ja? Und zwar lesen wir im Koran al-Karim, wenn wir die Surat al-Mu'minun aufschlagen. Allah Azza wa Jal sagte in der 13. Ayah, hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Dann erschufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann erschufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Das ist zweifellos das sind zweifellos Entwicklungsstufen. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jeder von euch
befindet sich im Bauch seiner eigenen Mutter 40 Tage lang als Tröpfchen. Danach 40 Tage lang genauso als also genauso lang als Anhängsel. Und danach 40 Tage lang als ein Stück, das man kauen kann, so groß wie ein Stück Fleisch. Yani. Danach wird zu ihm ein Engel geschickt. Dieser haucht in ihn seine Seele ein und danach wird dem Engel aufgetragen, vier Dinge festzulegen bzw. aufzuschreiben: seine Versorgung, seine Frist, seine Tat und ob er unselig oder ob er glücklich sein wird, ob er unglücklich oder glücklich sein wird. Und auch fragte der Prophet, das ist so viel wie, dass der Mensch Entwicklungsstufen durchmacht. Okay? Und genauso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch was über das Erben gesagt. Er sagte, فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نُزِعَ الْوَلَدُ مِنْهُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نُزِعَتْ الْوَلَدُ يعني منها. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Sahih Bukhari, dass wenn die Flüssigkeit des Mannes der Flüssigkeit der Frau vorauseilt, dann ähnelt das Kind ihm. Und ansonsten ähnelt das Kind ihr. Insofern ist es eindeutig eine Sache, die sich überträgt. Jeder, und das sieht man auch durch, man weiß das, man sieht, ein Kind ähnelt seinem Vater, ein Kind ähnelt seiner Mutter. Ja, das braucht man nur mit eigenen Augen zu betrachten. Dann weiß man, dass es sehr wohl etwas gibt wie Vererbung. Gut, und wir wissen auch, dass Entwicklung gibt es, du brauchst nur ein Samenkorn nehmen und dieser Samenkorn, den steckst du in die Erde und nach einer gewissen Zeit kommen grüne Blätter irgendwann raus. Ja? Insofern, diese Entwicklungen brauchen wir nicht zu leugnen. Der Unterschied, den wir eben sehen, ist in erster Linie und auch die Tatsache, dass der Prophet auch gesagt hat, die Schöpfung ist immer kleiner geworden. Okay? Das heißt, der Unterschied, den wir sehen, im Wesentlichen ist, dass diese Entwicklungen sind von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt und geleitet. Das heißt, es ist keine Sache von Zufall, es ist keine Sache von natürlicher Selektion, natürlicher Auswahl, das ist keine Sache von, dass der Mensch sich immer zum Besseren entwickelt. Nein, all diese Sachen, egal was passiert an Entwicklung, so ist es von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Entwicklung des Menschen, wie wir in diesen Hadithen sehen, die beziehen sich natürlich auf seine Entwicklung im Laufe seines Lebens. Und wenn sein Kind kommt, dann macht er die gleichen Entwicklungsstufen noch einmal durch im Laufe seines Lebens und so weiter und so fort. Tayyib. Es gibt natürlich auch ein paar Punkte, diese Theorie, die ich vorhin erwähnt habe, die manche Atheisten vertreten, die wird, ich habe gesagt, es gibt verschiedene, aber diese wird bezeichnet als Darwinismus. Wird bezeichnet als Darwinismus. Und das ist eine Theorie. Okay? Und diese Theorie, die hat natürlich entscheidende Probleme, wo man sehen kann, wo jeder einfache Mensch sehen kann, dass es eine Theorie ist und eben das mit Wissenschaft wenig zu tun hat. Ja? Erstens einmal, es gibt viele Sachen, erstens einmal, wenn die Geschöpfe sich tatsächlich immer weiter entwickeln sollten, warum hat dann die Entwicklung der Tiere und Menschen, wie wir sie kennen, aufgehört? Der Mensch, egal welchen Menschen sie ausgraben, aus wie vielen tausenden Jahren zurück, sie sehen, dass der Mensch der gleiche Mensch ist. Und sie sehen nicht, dass es irgendwie eine Entwicklung gegeben hat. Und das gleiche bei den Tieren, bei den Fischen, die man teilweise ausgräbt, die versteinert waren, man sagt, wie viele tausend Jahre, Allahu a'lam, die Zahlen stimmen. Aber man findet, dass keine Entwicklung stattgefunden hat. Insofern wäre es das ein Argument gegen diese Theorie, denn die Entwicklung besagt, oder die Theorie sagt ja, dass man sich immer weiterentwickelt. Das heißt, der Mensch hätte sich auch im Laufe der Jahrtausende weiterentwickeln müssen. Es hätte irgendwie ein Anzeichen dafür geben müssen. Tayyib. Weiterhin, ein weiterer, also der Löwe ist immer noch der gleiche Löwe und der Hund ist immer noch der gleiche Hund, den wir vor 1400 Jahren gehabt haben und auch weiter zurück. Und der Mensch auch ist immer noch der gleiche Mensch. Dann gibt es auch eine ganz einfach nachzuvollziehende Lücke an dieser Theorie, ist, der Mensch
Sie sagen, der Mensch, manche von ihnen sagen, nicht alle, manche von ihnen sagen, der Mensch ist eine Weiterentwicklung eines Affen. Okay, wenn er eine Weiterentwicklung eines Affen ist, und alles, was nach dem Affen kam, also der Halbaffe, der Affe, und dann kam der Halbaffe, und dann kommt der Mensch, richtig? Wenn also eine Weiterentwicklung, immer eine Entwicklung in Richtung besser ist, wieso ist dann der Affe da, aber diese weiterentwickelte Form des Affen ist nicht mehr da? Ja, das heißt also, umgekehrt wäre vernünftig zu sagen, dass der Halbaffe da ist, ja, und der Affe ist nicht mehr da, weil er hat sich ja weiterentwickelt. Das heißt sozusagen, die Theorie kann nicht stimmen, weil der Affe ist nicht ausgestorben, obwohl er nicht nur entwickelt ist, aber der Halbaffe ist ausgestorben. Ja. Das ist ein Knackpunkt. Dann weiterhin ebenfalls, diese Sichtweisen sind alle materialistisch, und das bedeutet, sie fußen auf Sachen, die sie sehen können, die sie beweisen können, die sich Experimente herausfinden können, aber jetzt plötzlich fußt man sich auf eine Sache, die man eben nicht sehen kann und nicht beweisen kann und nicht herausfinden kann, diese Zelle, die es früher irgendwann gegeben hat und sich weiterentwickelt haben soll, das ist eine Theorie, die ist aber nicht, die kann man nicht sehen. Es gibt auch noch eine sehr schöne wissenschaftliche, die vielleicht ein bisschen komplizierter ist im Vergleich zu diesen paar Knackpunkten, sage ich mal, in dieser Theorie. Ist eine ganz einfache, gerade für die Geschwister, die in die Verlegenheit kommen, dass sie so etwas in dem Schulunterricht durchmachen müssen oder ähnlich. Diese Entwicklungen, wenn man sie einmal näher anschaut, kann das so gar nicht stattgefunden haben. Geht gar nicht. Warum? Weil gucken wir uns eine Zelle an. Vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen daran erinnern, aus dem Schulunterricht, was es in einer Zelle alles gibt. In einer Zelle, es gibt verschiedene Arten von Zellen, aber alle Zellen der Welt haben bestimmte Dinge gemeinsam. Es gibt keine Zelle ohne Zellwand. Es gibt nicht. Es gibt keine Zelle, also Membran nennt man es. Es gibt keine Zelle ohne eine Zellflüssigkeit da drin. Gibt es nicht. Okay? Ich brauche eigentlich nur zwei Beispiele, ich mache noch eine dritte Eigenschaft dazu. Es gibt keine Zelle ohne Erbinformationen darin. Denn sie muss sich ja irgendwie weiterentwickeln, muss ja sich teilen und weitermachen. Ja. Natürlich gibt es noch viele andere Sachen, die dahin gehören, weil die Entwicklung braucht ja auch wieder bestimmte Komponenten einer Zelle. Aber diese drei Sachen, nur diese drei Sachen betrachten, eine Zellwand, dann eine Zellflüssigkeit innen drin und dann die Erbinformation, wie sie sich denn teilen, so was soll aber passieren bei der Entwicklung. Wenn es eine schrittweise Entwicklung gäbe, dann würde das ja bedeuten, zuerst gab es, such dir eins von den drei Sachen aus, die Membran. Dann gab es erstmal die Membran. So, wie viele Jahre gibst du der Membran, dass sie irgendwann mal innen drin, durch Hokuspokus, kein Problem, eine Erbinformation, DNS, entwickelt. Wie viele Jahre? Eine Million? Zwei, drei Millionen Jahre. Was ist in der Zwischenzeit? Also während diese zwei, drei Millionen Jahre? Ja, das findet gar kein Leben statt. Also wie soll das funktionieren? Ja. Das heißt also, damit eine Zelle überhaupt leben kann und sich weiterentwickeln kann, braucht sie ja diese wichtigsten Bestandteile. Das kann ja gar nicht da sein. Ja. Oder stellt euch vor, es gab die Flüssigkeit und es gibt keine Membran. Also, wo soll die Flüssigkeit hin? Ja. Also deswegen, das Ganze macht überhaupt gar keinen Sinn, außer dass man sagt, dass die Zelle komplett da war. Und da habt ihr gemerkt am Anfang, das war ja die Theorie, oder? Die Theorie heißt ja am Anfang, die Zelle ist irgendwann gekommen aus dem Nichts, plötzlich von einem Planeten auf die Erde. Gut, dann wenn du das sagst, dann ist es das Gleiche, dann ist es das Schöpfungsprinzip. Hast du also eingesehen, dass der Anfang die Schöpfung sein muss. Der Anfang muss die Schöpfung sein. Der Anfang kann nicht sein, eine Entwicklung aus dem Nichts. Das funktioniert nicht. Ja? Insofern, das ist der Vergleich. Der Mensch, Allah Azza wa Jal, bei den gläubigen Menschen, Allah hat den Menschen im Himmel erschaffen. Direkt erschaffen. Mit seiner eigenen Hand erschaffen. Von seinem Geist eingehaucht. Er hat ihm alle Namen beigebracht. Er hat die Engel für ihn sich niederwerfen lassen. Er hat den Menschen in schönster Gestalt erschaffen. Fi ahsani taqwim. Und er hat den Menschen allen anderen Geschöpfen auf dieser Erde gegenüber bevorzugt. Er hat sein Geld, sein Vermögen, sein Besitz, sein Blut,
seine Würde, alles hat er für heilig erklärt. Keiner darf sozusagen das antasten, soll damit gemeint sein. Allah hat zu ihnen Gesandte geschickt, hat ihnen Bücher offenbart. Er hat sie vorbereitet, damit sie nach diesem Leben die große Glückseligkeit erreichen können. Bei den Atheisten, sie sagen, der Mensch ist in Stufen, hat sich entwickelt. Er war eine hässliche Gestalt am Anfang und nach Millionen von Jahren ist er zu einem Affen geworden, dann zu einem Halbaffen geworden, dann zu einem Menschen geworden, auch alles innerhalb von Millionen von Jahren Schritten, und sie blenden ihren eigenen Schöpfer aus, als gäbe das überhaupt gar keinen Sinn. Also das heißt, als gäbe es im Leben gar keinen Sinn. Man weiß gar nicht, ja, und diese Entwicklung, warum findet sie überhaupt statt? Wofür? Was ist der Sinn des Ganzen? Warum gibt es dieses Geschöpf überhaupt auf der Erde? Die Aqidah, liebe Geschwister, Alhamdulillah, deswegen beruhigt sie das Herz des Menschen, weil sie auf all diese Fragen eine Antwort hat. Das heißt, auf alle Fragen, die für den Menschen von Relevanz sind, alle Fragen, die der Mensch wissen muss, Alhamdulillah, die Fragen werden dadurch beantwortet. Und natürlich diese Sache merkt nur jemand, der sich entweder damit beschäftigt, das heißt, er hat darüber nachgedacht, wie denkt denn jemand, der diese Aqidah nicht hat? Wie denkt denn jemand, der keinen Glauben hat? Wie lebt denn jemand, der keinen Glauben hat eigentlich? Natürlich sieht man das mit eigenen Augen, aber dass man sich mal in die Lage versetzt, dann versteht man auch, warum Menschen unzufrieden sind. Man versteht, warum Menschen, Gott bewahre, sich sogar das Leben nehmen. Man versteht diese Sachen, weil sie haben gar kein Ziel. Die Aqidah, liebe Geschwister, dieser Begriff kommt vom arabischen Wort Aqada. Und Aqada, diese drei Buchstaben, daraus ergeben sich viele Worte in der arabischen Sprache. Und Aqada erstmal bedeutet knüpfen, knoten, verbinden, binden. Und aus diesem Wort kommt auch der Begriff Aqd. Aqd bedeutet Vertrag. Aqd al-Nikah ist der Ehevertrag und so weiter und so fort. Und das Wort Aqida ist sozusagen die feste Überzeugung oder ist der Glaube. Aqida ist der Glaube. Warum? Weil er fest verankert ist in dem Herzen des Menschen. Fest verknotet, fest verbunden ist. Deswegen heißt sie Aqida. Das ist die sprachliche Bedeutung des Ganzen. Religiös gesehen gibt es unterschiedliche Definitionen dafür. Religiös gesehen habe ich eine Definition hier für mich aufgeschrieben, die sicherlich kann man darüber diskutieren, aber sie ist grob das, was auch woanders geschrieben steht. Man kann sagen, es ist alles, woran das Herz glauben muss, woran es keinen Zweifel gibt, mit der Realität übereinstimmt und sich in Wort und Tat widerspiegelt. Es ist alles, woran das Herz glauben muss, woran es keinen Zweifel hat, mit der Realität übereinstimmt und sich in Wort und Tat widerspiegelt. Was soll damit gesagt werden? Das heißt, es soll damit gesagt werden, in erster Linie geht es um Dinge, an die du glaubst im Herzen. Aber nicht nur. Ja, das haben wir gesagt, dass der Iman ist in erster Linie, zeigt sich in dem, was man glaubt, sicherlich, aber er zeigt sich auch, der Iman und besteht ja auch aus dem, was man sagt und was man tut. Aber in erster Linie ist es das, woran das Herz glauben muss. Das heißt, es geht um, warum muss, weil es geht um religiöse Überzeugung. Es geht hier jetzt nicht um Dinge, wo du sagen kannst, ich glaube daran oder ich glaube nicht daran. Sondern es geht darum, dass diese Theorie, woher der Mensch kommt, das ist von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt. Das ist von Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt worden. Du bist verpflichtet, daran zu glauben, sofern du Gottes Wohlgefallen erlangen möchtest. Sofern du ins Paradies eingehen möchtest. Woran es keinen Zweifel gibt, das heißt, woran es keinen Zweifel hat, Entschuldigung, das heißt das Herz, woran das Herz keinen Zweifel hat. Warum? Weil das Herz, wenn es an etwas zweifelt, dann nennt man das nicht Aqida. Dann nennt man das nicht Aqida. Aqida geht hier darum, du bist davon überzeugt und du hast daran keine Zweifel. Wie gesagt, entweder hundertprozentig oder manchmal auch größere Überzeugung, ist man davon überzeugt. Ja? Weil es gibt Dinge, auch in der Aqida gibt es Angelegenheiten, über die es Meinungsverschiedenheiten gibt. Und diese Meinungsverschiedenheiten bedeuten ja gerade, dass es keine hundertprozentige Sache ist. Ja? Wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt unter den Gelehrten des Islam, dann bedeutet es, dass es keine hundertprozentige Sache ist. Wenn es eine hundertprozentige Sache wäre, dann gäbe es natürlich davon, wenn wir davon ausgehen, dass bestimmte Voraussetzungen auch erfüllt ist. Nicht, dass jemand sagt,
Weil es kann natürlich sein, dass manche Leute einen Text des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht gekannt haben. Diese Fälle meine ich nicht. Ich meine damit, wir haben Gelehrte, die einen Text lesen und sie verstehen ihn unterschiedlich, gemäß der Grundsätze der Ahl Sunnah, und sie kommen zu unterschiedlichem Ergebnis. Das weist darauf hin, dass eben es keine hundertprozentige Angelegenheit ist. Mit der Realität übereinstimmt, ist auch ganz wichtig. Denn wenn du einen Christen hast, der Christ ist, er glaubt an die Dreifaltigkeit, die Trinität. Er hat keinen Zweifel daran. Er sagt es zumindest. Ja, er sagt, ich habe keinen Zweifel daran, dass Jesus sozusagen ein Teil einer Trinität ist, Gott bewahre. Deswegen haben wir gesagt, es muss auch mit der Realität übereinstimmen. Denn wenn du etwas glaubst, was nicht real ist, dann ist es keine Aqida nach unserer religiösen Definition. Insofern kann es natürlich nur noch etwas sein, was sich im Koran al-Karim befindet oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und sich in Wort und Tat widerspiegelt. Warum? Weil die Aqida, die sich nicht in Wort und Tat widerspiegelt, ist nicht vorstellbar. Es ist nicht vorstellbar, dass ein Mensch von einer Sache überzeugt ist und dann etwas anderes macht, als er davon überzeugt ist. Es kann zwar einmal passieren, zweimal passieren, dreimal passieren, aber immer, unausschließlich immer, das kann nicht sein. Ja? Insofern spiegelt sich das in Wort und Tat auf jeden Fall wieder. Der Mensch, liebe Geschwister, ist ein weiteres, jetzt haben wir sozusagen jetzt die Herkunft des Menschen besprochen. Dann haben wir darunter besprochen, was andere Menschen sagen, warum das falsch ist. Dann haben wir jetzt besprochen, was Aqida bedeutet. Und jetzt wollen wir darauf hinaus, dass der Mensch diese Aqida dringend braucht. Denn es gibt, liebe Geschwister, im Laufe der Geschichte Menschen, die gesagt haben, wofür überhaupt Aqida? Ich kann auch selbst auf das kommen, was ich brauche. Die Menschen können auch selbst sozusagen sich zusammenfinden und aufschreiben, ihr Zusammenleben regeln, und wir brauchen keine Aqida. Wofür? Essen, trinken, arbeiten und so weiter, das kannst du alles machen, ohne eine Überzeugung zu haben. Und diese Behauptung, natürlich die Realität zeigt, dass sie falsch ist. Auch die Geschichte des Menschen zeigt, dass sie falsch ist. Denn unabhängig davon, ob eine Aqida gültig ist oder ungültig ist, unabhängig davon, ob Menschen von einer Sache überzeugt waren, das war wahr, oder ob sie von einer Sache überzeugt waren, das war falsch, die Menschen haben immer an irgendetwas geglaubt. Immer. Und auch die Menschen heutzutage, die allermeisten von ihnen glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn die meisten von ihnen an ihm etwas beigesellen. Aber sie glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch diejenigen, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, sie haben ihren Ersatzglauben. Ja, das heißt, jeder Mensch glaubt an etwas, um sein Leben danach auszurichten. Und so, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, gab es Menschen, die eben gesagt haben, Aqida braucht man nicht, wir befinden uns heutzutage im Atomzeitalter und im Zeitalter, in dem man es geschafft hat, sogar aus der Erdatmosphäre auszutreten und manche von ihnen haben so eine Überheblichkeit besessen, dass sie gesagt haben, nicht der Gott ist es, der den Menschen erschaffen hat, sondern der Mensch ist derjenige, der Gott erschaffen hat. Ja? Und sie wollen damit sagen, dass der Mensch, er weiß, er wird manchmal krank, es gibt Krankheit, es gibt Armut, es gibt Blitze und Donner, von denen er sich fürchtet, es gibt Überflutungen, es gibt Windstürme, es gibt Erdböden, Beben, es gibt gefährliche Tiere, von denen er Angst hat. Und damit er etwas hat, an das er sich wenden kann, wenn er Angst hat, dann hat er sich sozusagen dieses Gottesbild zusammengereimt, um sich ihm zuwenden zu können. Weil er brauchte ein Gottesbild, das stärker ist als alles andere, damit er sich ihm zuwenden kann, wenn er irgendein Problem hat. Und er nähert sich ihm dann auch durch bestimmte Gottesdienste und so weiter und so fort. Diese Aussage, liebe Geschwister, so falsch sie auch klingen mag, darin ist ein Fünkchen an Wahrheit drin. Warum? Jetzt könnte man sich fragen, wie kann das sein? Die Antwort lautet, liebe Geschwister, die Atheisten, sie glauben, dass alle Religionen falsch sind. Aber vergesst nicht,
Es gibt nicht nur Muslime auf der Welt. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Götter, die angebetet werden, falsche Gottheiten sind. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Gottheiten von Menschen gemacht worden sind. Oder von, sagen wir, von Satan allgemein, egal ob sie von Menschen sind oder von Djinn sind. Denn manche von ihnen in der Vergangenheit haben sogar ihren eigenen Gott selbst geschnitzt. Ja? Oder selbst geformt oder wie auch immer. Das heißt, tatsächlich hat der Mensch in seiner Geschichte seine eigenen Götter teilweise selbst fabriziert. Das heißt, wenn sie das meinen, da stimmen wir damit überein und sagen tatsächlich, die Menschen haben für den Blitz einen Gott sich erschaffen, sie haben für den Donner einen und so weiter und so fort, damit sie sich dem jeweiligen Gott zuwenden in jeder jeweiligen Situation. Aber wenn sie damit Allah subhanahu wa ta'ala meinen, da haben sie sich weit geirrt. Haben sich weit geirrt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Schöpfer von allem. Und nur weil ein Mensch ihn leugnet, ändert es nichts daran, dass es ihn gibt, subhanahu wa ta'ala. Auch trotzdem hat es den Menschen nichts gebracht, dass sie eine Ersatzreligion sich erfunden haben. Denn der Mensch, liebe Geschwister, auch wenn er jetzt heutzutage sozusagen weiterentwickelt ist im Sinne, technischen Sinne, im modernen Sinne, ja, trotzdem, was hilft es ihm gegen die Erdbeben? Was hilft es ihm gegen die Hungersnot? Es gibt immer noch hungernde Menschen auf der Welt. Es gibt immer noch Erdbeben auf der Welt. Es gibt immer noch Wasserfluten auf der Welt. Teilweise größer, als wir sie aus der Vergangenheit zum Teil sogar kennen. Es gibt immer noch Naturkatastrophen, vor denen der Mensch sich selbst nicht schützen kann, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn damit treffen möchte. Insofern ist diese Not, die er in sich befindet, dass er jemanden braucht, an den er sich wendet, ist immer noch da, ist nicht weg. Und deswegen ist diese Sichtweise sicherlich falsch. Und der Mensch sogar, möge Allah uns davor bewahren, hat sich teilweise zum Schlechteren entwickelt. Die Menschen stürzen sich mehr in Sünde, sie entfernen sich immer mehr von Allahs Religion, woraufhin sie noch mehr Abscheulichkeiten begehen, woraufhin sie mehr lügen, woraufhin sie mehr betrügen, woraufhin sie mehr Heuchelei haben, woraufhin sie morden und so weiter, Krieg führen und so weiter und so fort. All dies ist gerade ein Anzeichen oder die Ursache davon ist gerade, dass man sich von seiner eigenen Religion entfernt hat und eben nicht bei der Religion Allah subhanahu wa ta'ala geblieben ist. Deswegen, der Mensch braucht von seinem Herrn, also wir haben jetzt zwei Beispiele. Wir haben das Beispiel eines gläubigen Menschen, der gottgefällig lebt, der ehrlich ist, der gläubig ist, der nicht betrügt, der nicht lügt, der niemanden hintergeht, der sein Versprechen nicht bricht, der seinen Herrn ganz und alleine anbetet. Und das andere Beispiel von Menschen, die sagen, ich brauche keine Religion, ich mache mein eigenes Ding, und das Ergebnis davon ist mehr als offensichtlich. Der Mensch als Ergebnis davon, er setzt sich selbst herab auf eine Stufe, die unter der Stufe des Tieres ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Denn der Mensch, Allah hat ihn ausgestattet mit Fähigkeiten, weil er geehrt ist, aber er nutzt diesen Verstand nicht und er nutzt seine Ohren, seine Augen nicht, für was Allah sie erschaffen hat. Und daraufhin ist er, wie gesagt, auf einer Stufe, dass das Tier besser ist als er. Weil das Tier hat diese Sachen gar nicht bekommen, deswegen kann es sie gar nicht verwenden. Aber der Mensch hat es bekommen und verwendet es auf schlechte Art und Weise, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Deswegen braucht der Mensch ein Rezept oder nenn es ein Gesetz oder nenn es eine Religion oder nenn es eine Vorgehensweise im Leben. Er muss sich vorgesagt bekommen, wie er zu leben hat. Warum? Weil der Mensch über sich selbst nicht Bescheid weiß. Weil der Mensch erst selbst herausfinden muss, wie eigentlich etwas, was er selbst fabriziert hat, was für Konsequenzen das hat. Und dann ist es vielleicht manchmal schon viel zu spät. Insofern, liebe Geschwister,
manche Menschen sagen, wir brauchen Religion nicht. Wir haben einen Ersatz. Und jeder Mensch weiß, dass man ehrlich sein soll. Und jeder Mensch weiß, dass man nicht stehlen darf und so weiter und so fort. Da sagen wir aber erst einmal, wenn diese Sachen nicht verknüpft sind mit einem Glauben an Allah und den jüngsten Tag, siehst du sehr schnell, wie der Mensch sich selbst betrügt, wenn er nicht gesehen wird. Und zweitens, das Gute, was Menschen in anderen Gesetzen haben, ist ursprünglich von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil entweder weist der gesunde Menschenverstand darauf hin, und diese Fitra hat Allah dir gegeben, oder es ist entnommen worden aus den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala, die er den Menschen offenbart hat. Außerdem, warum sind die menschengemachten Gesetze unvollkommen? Weil sie betrachten nur den materialistischen Teil davon. Und jemand, der sich mit dem islamischen Fiqh beschäftigt, sieht mehr als deutlich, dass im Fiqh gibt es keine Trennung zwischen was Recht ist und Unrecht ist auf der einen Seite und was Moral ist auf der anderen Seite. Wir haben viele Beispiele aus dem islamischen Fiqh, wo man sehen kann, dass die Gemeinschaft, dass viele Gesetze auch was mit der Gemeinschaft der Muslime zu tun haben und es nicht nur um ein Individuum aus dieser Gemeinschaft geht. Und das ist der Punkt, der sehr wohl den menschengemachten Gesetzen fehlt. Weil sie sagen, das ist Recht und das ist Unrecht. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Eine Person, sie möchte heiraten. Und sie fragt, sie hält um die Hand einer Frau an. Und diese Frau allerdings, sie ist schon verheiratet. Die Menschen gemacht Gesetze werden dir nicht sagen, darfst du nicht. Sie werden dir sogar erlauben, dass du versuchst, diese Frau davon zu überzeugen, ihren Mann zu verlassen, um mit dem neuen Mann ein Eheleben oder auch was auch immer einzugehen. Aber der Islam verbietet nicht nur das, sondern er verbietet sogar, dass du um die Hand einer Frau hältst, die um die bereits schon ein Muslim gehalten hat, damit du seine Gefühle nicht verletzt. Insofern fassen wir zusammen, liebe Geschwister, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, bei dieser schönen Einführung heute, inshallah, dass der Mensch, liebe Geschwister, nicht nur irgendeine Religion braucht, um zu überleben, um glücklich zu sein, sondern er braucht die wahre Religion. Er braucht die richtige Religion. Er braucht die unversehrte Religion. Er braucht die Religion, die Allah Azza wa Jal offenbart hat und der nichts hinzugefügt worden ist und von der nichts weggenommen worden ist und von der kein Wort ausgetauscht worden ist. Denn wir haben verschiedene Religionen, die ursprünglich himmlische Religionen sind. Und man meint damit in der Regel die drei Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Die Judentum, Christentum, darin gibt es viele Elemente, die wahr sind, weil sie haben ja göttlichen Ursprung. Aber das Problem ist, man hat das Wahre mit dem Falschen vermengt und man weiß nicht mehr, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und es gibt auch andere Religionen, die vollkommen aus der Luft gegriffen sind und vielleicht vollkommen aus der Luft gegriffen sind, wie eben Buddhismus oder Hinduismus oder Zoroastrismus oder wie diese Religionen alle heißen. Dass diese Religionen den Menschen nicht glücklich machen können, das weiß jeder Mensch, der diese Religion gespürt hat und danach den Islam angenommen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Allah Segen und Heil und Barmherzigkeit dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Gute mit Allah, dem Herrn der Welt.